Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Heute sind wir in Havelse, der TSV Havelse empfängt heute Phoenix Lübeck und das ist heute wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel, denn am Freitag haben die Kickers Emden gegen den VfB Lübeck verloren. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Wen sehen wir denn hier? Die Dreiertruppe ist wieder komplett. Grüß dich, Meisterfotograf. Schiedsrichter und Spieler vom Lübeck stehen hier bereit. Jetzt warten wir nur noch auf die Havelse-Spieler. Und dann kann es ja auch gleich losgehen. Hier geht es gleich los. Möge der Bessere gewinnen. Auch wenn das Stadion nicht so voll ist wie beim letzten Mal, merkt man, dass immer mehr Zuschauer kommen und unterstützen. Einwurf für Phoenix Lübeck. Ilic. Ah, das war knapp, es geht weiter. Tor! Das war gefühlt der erste Angriff von Havelse und schon kommt hier das Tor. Er steht hier 1:0. Jetzt sehen wir den zweiten Angriff. Zweiter Angriff, zweites Tor. Sieht nicht so aus. Und jetzt könnte es zum ersten Mal interessant werden für Lübeck. Sieht gefährlich aus. Schuss aufs Tor und super gehalten. Erste gefährliche Aktion von Phoenix Lübeck. Oh. Wir sind in der 12. Spielminute. Havelse dominiert das Spiel. Der Torhüter von Lübeck hat hier zwei Situationen, wo er sehr weit vorne stand. Und es steht hier, muss man schon sagen, nur 1:0. Oh,
Der Ball trifft hier das Dach. Lübeck führt hier einen Freistoß aus. Steht weiterhin 1-0 und es fängt hier auch an zu regnen. Richtiges Herbstwetter hier. Ja, das war der zweite Torschuss. Oh. Der Ball war so schnell, dass ich ihn gar nicht gesehen habe mit der Kamera. Wir sind hier mittlerweile in der 26. Spielminute. Und es geht ganz schnell nach vorne. Ist das das 2-0? Ah! Ja, so langsam kommen wir hier in die letzte Viertelstunde. Havelse führt weiter 1-0 und das war ein klares Foul, der nicht gegeben wird. Jetzt bin ich gespannt. Ja, dann gibt es das Foul jetzt doch. Schiedsrichter hat erstmal Vorteil spielen lassen. Ilic. Ah, schon wieder. Der zweite Ball, der aus dem Stadion rausfliegt. Aber diesmal ist es wenigstens nicht das Dach. Oh. Klasse Chance von Düker. Und sofort erobern sie den Ball und werden mit einem Foul gestoppt. Und das war die erste gelbe Karte im Spiel. Wir sind in der 33. Spielminute. 38. Spielminute. Hier gibt es Freistoß für Phoenix Lübeck. Und gehalten. Mal sehen, ob das jetzt zu einem schnellen Konter wird. Aber sie versucht es heute sehr oft mit langen Bällen nach vorne. Wir sind hier mittlerweile in der 42. Spielminute. Havelse führt hier 1-0. Es sieht so aus, dass die erste Halbzeit auch so zu Ende gehen wird. Mal schauen, was die zweite Halbzeit bringen wird. Havelse kommt nochmal. Und hier wird nach Elfmeter verlangt und... Es gibt den Elfmeter. Wir sind hier in der 43. Spielminute. Ja. 2-0 für den TSV Havelse. Ja, da war ich wohl etwas voreilig. Havelse führt hier 2-0 durch einen Elfmeter. Somit endet die erste Halbzeit. Havelse führt hier 2-0. Hochverdient. Mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit aussehen wird. Und schon wieder fliegt der Ball über das Stadion. Super Hereingabe. Oh! Das wäre fast das 3-0 gewesen. Hier gibt es erstmal Eckball.
Havelse macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Sauberer Start in die zweite Halbzeit von Havelse. Und eine Sache muss ich hier erwähnen, total sympathisch. Hier sind einfach zwei Fans aus Lübeck, unterstützen hier ihr Verein. Im 50. Spielminute und jetzt steht es nur noch 2:1. Einwurf für Havelse. Es steht nur noch 2:1. Gefährliches Ergebnis. Lob an Lübeck, dass sie hier nicht aufgeben. Schauen wir uns erstmal an, was hier passieren wird. Oh mein Gott! Fallrückzieher von Lolo! Was für ein Treffer! Was für ein Treffer! Tor des Monats Potenzial. Ich muss jetzt erstmal realisieren, was war das für ein geiles Tor. Einfach Fallrückzieher von Paldino. Und er steht hier 3:1. Oh. Es war jetzt lange nichts los. So ein bisschen Action könnten wir noch vertragen. Mittlerweile sind wir hier in den letzten 8 Minuten. Havelse führt hier weiterhin 3:1. Das war nochmal eine gute Chance für Phoenix Lübeck. Ich war gegenüber. Scheiße, wo? Welche Seite? Ich war da. Aber ich war immer zur falschen Seite. Das war's. Der TSV Havelse gewinnt hier 3:1 gegen Phoenix Lübeck. Hochverdient. Paldino, was war das bitte für ein geiles Tor? Wahrscheinlich Tor der Saison. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne ein Like und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und hinterlasst gerne hier unten einen Kommentar. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.